Eine geht noch, Leute. Der Priester des Liedes hat gerade gesagt, dass die Mana-Göttin uns beschützen soll. Möge der Saft euch niemals ausgehen. Hey, Priester des Lichtes. Erzählt mir vom Klassenwechsel. Ich will stärker werden. Suchst dir eine Ausbildungsstelle und mach ein paar Jahre lang. Der Klassenwechsel ist nicht so einfach. Du brauchst Erfahrung. Es gibt keine Möglichkeit, einen Klassenwechsel durchzuführen, ohne älter geworden zu sein. Was? Wovon redet ihr? Du hast wohl auch von den Mana-Steinen gehört, wie ich vermute. Sie können dir große Kräfte verleihen, aber nicht, bevor du genug Erfahrung errungen hast. Und Verantwortung! Verdammt! Ich will jetzt stark sein! Bam! Aber Platz hier! Priester des Lichtes! Karl! Erwecke! Karl! Wieder! Bester Freund, kleiner Wolf! Karl! Wie heißt du? Hör zu, Kevin. Entschuldigung. Wie heißt du? Ach ja, steht in alles Leben endet ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber jedes Leben ist mit einem anderen verbunden. Karls Leben mag beendet sein, aber seine Seele lebt immer in dir weiter, stimmt's? Dann Karl am Leben. Solange man sich an Karl erinnert, wird er ewig leben. Karli! Ah, nee. Nein! Nein! Karli! Bist König? Ich! Karl! Ich werde... Karl! ...rächen! Oh Gott, dieser Stimmenwechsel geht mir langsam irgendwie... Ich krieg nicht mehr hin. Warte, lass mich sprechen. Mein Priester, ich komme vom heiligen Mana-Land. Der Mana-Baum beginnt zu verwelken und Mana schwindet aus dem Land. Eine Fee aus dem heiligen Land? Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn der Mana-Baum stirbt, werden die 8 Gottbiester erwachen. Sie werden versuchen, die Weltherrschaft wieder zu erlangen. Ach, das verstehe ich nicht. Die Fee hat euch auserwählt. Das bedeutet, dass du in das heilige Mana-Land reisen musst. Du bist der Einzige, der das Schwert herausziehen kann. Aus dem Stein wirst du König von Britannien sein. Fee, du hast nie von sowas gesprochen. Was ist dir hier los? Tut mir leid, aber die abnehmende Kraft des Manas macht es mir nicht leicht. Ich muss in jemandem sein, um auf dieser Seite überleben zu können. Aber besser so als andersrum. Gut, du bist fertig mit mir, richtig? Du kannst nun in den Priester oder so gehen. Ich befürchte, dass das nicht so einfach ist. Wenn sich die Fee einmal einen Wirt sucht, kann sie ihn nur verlassen, wenn er stirbt. Was heißt, wenn er zu viel von seinem eigenen Bier getrunken hat? Was? Aber ich habe bereits ein Schwert. Wolltest du nicht diesen roten Zauberer besiegen? Mit dem Mana-Schwert könntest du der größte Krieger der Welt werden. Hey, warte mal kurz. Hast du meine Gedanken gelesen? Naja, mich... Und was macht dieses Schwert so großartig? Es ist... weiß. Das Mana-Schwert ist die zentrale Kraft für alle Mana-Geister. Es ist das Werkzeug, mit dem die Göttin die Welt erschuf. Oha. Der, der das Mana-Schwert trägt, hat die Macht, die Welt umzuformen, zu kreieren und Leben zu zerstören. Oh my God. Nicht toll. Und das Ding ist gut. Und eine kleine Anspielung an die Secret of Mana-Melodie im Hintergrund. Es schläft unter dem Mana-Baum und wird ständig von Feen bewacht. Fear of the Angels heißt das Thema, glaube ich. Ja. Da liegt das Schwert. Hiroki Kikuta ist der Komponist, sowohl von Psychonist 2 als auch 3. Wenn das Schwert herausgezogen wird, bevor der Mana-Baum stirbt, dann besteht Hoffnung. Die Göttin wird erwachen und die Welt retten. Mit dem Schwert kann ich den roten Zauberer ein für alle Mal loswerden. Muahahaha. Kali! Nein! Hör auf! Wo ist dieser Baum? Und wie kommen wir dahin? Geh zur Baumschule. Ich hatte das Tor geöffnet, aber nun habe ich keine Kraft mehr dafür. Ihr müsst die Energie der 8 Mana-Steine freisetzen. Oh Mann. Die Göttin schloss das Tor zum Heiligen Land vor langer Zeit und sperrte die Energie in den Steinen ein. Wie können wir sie freisetzen? Na, Spitzhacke. Einst war da ein Spruch, mit dem man die Steine kontrollieren konnte. Ein Krieg um die Kontrolle dieses Spruchs brach aus und die Welt war wieder zerrissen. Das Blutvergießen endete, nachdem ein Fluch auf dem Spruch gelegt wurde.
Oh my god. Der Spruch ging wenig später verloren. Niemand kennt ihn mehr. Dann gibt es keinen Weg. Die 8 Geister, die Mana-Steine beschützen. Sie könnten uns vielleicht helfen. Mit ihrer gebündelten Energie könnten wir das Tor öffnen. Das könnte funktionieren. Laterna, der Geist des Lichtes, lebt nicht weit von hier. Einige Leute haben ihn in der Höhle im Wasserfall gesichtet. Oh, Fee, wenn ich gehe, werden meine Wünsche wahr? Klar! Wenn die Mana-Göttin erwacht, bin ich mir sicher, sie kann Karl wiederbeleben. Kali! Oh, ich werde gehen. Okay. Laterna, Laterna, Sonne, Mond und Sterne. Okay, wir haben also unser nächstes Ziel gesagt bekommen. Und die Mission steht fest. Tempel des Lichtes. Und der gute Final Messenger wird wieder den Weg leiten. Du kennst den Ausgang nicht mehr? Ich glaub's ja nicht. Doch. Kali geht mit dir. Ich muss Hieß finden. Sogar wenn du Nein sagst, folge ich dir. Kali! Okay, Kali ist wieder dabei. Mehr Partymitglieder. Wahnsinn. Yay. Heilige Stadt, Wendell. Ja, ne? Oh, und wir gehen wieder in die andere Richtung, wo wir herkamen. Ach ja, ich wollte eher Kaffeesprache sprechen. Biegen Sie links ab. Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie am Puschel vorbei und in die Höhle herein. Verprügeln Sie Gegner. Na, ah, du hast nichts zu lachen, mein Freund. Ih, es spuckt Zeug aus. Das habe ich doch nur immer gemacht, wenn ich an Karl gerieben. Lassen wir das. So, Spezialattacke geht nicht mehr. Mäh. Nach oben oder noch nicht nach oben? Das ist die gute Frage. Nein, nicht nach oben. Egal. Kostbare Erfahrung. EXP. Ja, ich bin nur da. Ah, leicht verdientes... Was? Hast du gesehen? Unter mir ist noch eine Truhe aufgetaucht, als wir hier durchgelaufen sind. Echt? Ja. Ach, geht das schon wieder los, dass ich wieder keine Schatztruhen aufnehme? Keine Ahnung. So, kommt was? Nein, kommt nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt dahin, wo Kali runtergefallen ist. Also, gegenüber. Warte! Da sind wir ich ja schon. Ich muss mal eben austreten. Und es wäre schlecht, wenn ich das in deinem Kopf mache. Feenstaub! Ja, sie könnte uns damit übersprühen, damit wir auffliegen könnten. Obwohl, ich habe gerade was vorweggenommen. Ah! Okay. Naja. Macht nicht. Sehen wir ja vielleicht gleich noch. Da kommt eine seltsame Energie vom Wasserfall. Vielleicht ist es Laternas Energie. Da vorne ist eine Öffnung. Lasst uns hineingehen. Und es gibt übrigens keinen Lichttempel. Im Grunde waren wir, glaube ich, gerade schon drin. Es ist der Wohnort und Ruheort des Priesters. Schabing! Du bist gerade so ruhig. Mutti, ja. Ich darf... Darfst du aufleveln? Ich darf? Achso, ja. Ich bin Kämpfer? Okay. Du bist Kämpfer. Da nehmen wir natürlich Stärke. Du wirst stärker! Genau! Das ist Sparta! Aber was anderes. Jetzt bist du einfach durchgerannt. Ah ja, passiert. Ich meine, es ist eh nur Falle drin. Da ist es passiert. Merke ich mir. Ja. Kali! Krisha! Was nehme ich jetzt? Miep. Vitalität, ein kleines bisschen nur Vitalität. Schon passiert. Vitalität verbessert. Yeah! Jetzt bin ich auch Level 4. War das hier oder war es doch nicht hier? Ich glaube, es war hier. Und ich sehe, ich hab's schon hier war. Was könnte hier gewesen sein? Gut, es war hier. Ich sehe den Ausgang, aber wie kommen wir darüber? Fee! Was willst du tun? What would you do? Auf Geist. Ja, genau. Fee benutzen. Merke dir. Oh, ich vergaß, dass ihr nicht fliegen könnt. Egal, dann nehme ich hier etwas Energie. Ich merke mir, ich kann nicht fliegen. So viel zum Feenstaub, auch wenn sie sich gerade selber hält. Yay! Wir können über Luft laufen. Wir haben es geschafft. Yay! Was? Die Fee hat etwas Schluck auf. No. Oh Gott. Oh nein. Oh, Schnarchgoblins, Goblins oder so. Murmelgoblin. Stimmt, so hießen die. Ich fand ja die im Lava-Tempel früher schlimm. Oh ja. Gott, die sich multipliziert haben. Ja. Oh, ist das eine Gewaltdarstellung hier mit den Knochen, die von den Gegnern aus dem Fleisch herausfliegen. Und wir sie im Flug abnagen, damit wir nicht Hunger leiden. Weil wir sonst ich lasse den Final Messenger 13 kämpfen und ich chill eine Runde. Um dann den... Geistliche. Ja, mach du das mal. Die machen auf Intelligenz, glaube ich. Die meisten Zauber bei ihr basieren auf Geist. Also sie werden stärker durch Geist. Geist. Aber ich glaube, sie braucht Intelligenz, um sie zu lernen. Also
Intelligenz. Nein! Doch. Später erst, später. Nein, jetzt schon. Sparta. Was? Sparta? Nicht Spartak? Spartak Moskau. Ah nee, da war was anderes. Oh, Zombie! Zombie! Oh. Au, au! Kevin vergiftet! Kevin braucht Medizin! Von wegen. Gegner besiegt, Kevin. Ist eine Statue hier oder so. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Ja. Ah, ja, ja. Perfekt. Aufgefrischt. Und gespeichert. Halleluja! Halleluja! So. Alles klar, Spiel gespeichert. Wolltest du noch weiter oder wolltest du noch nicht weiter? Ich bedanke mich bei Final Messenger 13 für die Aufnahme. Er hat noch ein bisschen was zu tun, was ich vollkommen und ganz respektiere. Ein Safe State für das nächste Mal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Together. Seiken Densetsu 3, Sprach der Raven Knight nimmermehr. Und die nächste Folge wird krabbenhart.